Austrias Next Topmodel ist zurück. Und dieses Jahr haben die Mädels noch mehr Konkurrenz. Zum ersten Mal greifen auch Burschen nach dem Titel. Das wird die beste Staffel aller Seiten. Sanela stellt sich als Letzte dem Juryurteil. Runway, warst du eine der Besten? Muss ich sagen, du hast eine ganz tolle Präsenz, also das hat man jetzt auch gesehen. Aber der Körpereinsatz hat mir bei dem an Bildmaterial nicht so gefallen. Ui. Ja, das ist eigentlich ein bisschen. Man stellt mich sehr hart da. Ja, das hat der Stefan Armbrust auch gesagt. Du warst einer der schlechtesten, unabhängig von hart, weich. Das ist das beste Foto. Da waren sonst nur schlechtere dabei. Was sagt Österreich? Ja, du weißt ja, es gibt heuer das erste Mal ein Online-Voting. Das heißt, die Kandidatin, die die meisten Likes auf ein Foto bekommt, ist automatisch eine Runde weiter. Die Kandidatin, die die wenigsten Likes bekommt auf ein Foto, die ist dann die Wackelkandidatin von Österreich. Und da du die wenigsten Likes hattest, bist du unsere Wackelkandidatin. Okay. Okay, tschüss. Sanela ist somit die vierte Wackelkandidatin. Ich schwöre bei Gott, ich bin Wackelkandidatin. Wenn sie nicht dabei ist, dann. Ich habe mit dir sehr viel Spaß und ich würde es schon schade finden. Jetzt beruhig dich einmal. Kandidatin und du schleichst jetzt zu mir. Ja. Meine Damen, die Entscheidung steht an. Kommt ihr? Alle vier bitte. Es ist wirklich sehr schwierig. Es sind wirklich alle irgendwie unterschiedliche Typen. Ja. Ich weiß es nicht. Ich finde, wir sind so viele Blonde jetzt da. Wir sitzen jetzt nur mehr blond da. Ich finde, eine Dunkelhaarige muss dabei sein. Also ich glaube, dass die Sanella sicher weiter ist. Diese vier Mädels konnten weder die Jury noch Österreich überzeugen. Für wen bedeutet das nach der ersten Woche schon das Aus? Für welche Kandidatin platzt der Traum, bevor er überhaupt richtig losging? Carina, Sanela, Silvia und Stella, vier Mädchen sind nominiert. Kein einziger Bursche, die Burschen haben euch wirklich abgehängt diese Woche, muss ich ehrlich sagen. Weil heute wird mich fix eine von euch nach Hause gehen. Carina, du bist überhaupt nicht hervorgestochen und du bist total eigentlich untergegangen. Auf der einen Seite wie auf der anderen Seite. Und wir suchen bei Austria's Next Topmodel nach einem Model, die eigentlich total vielseitig ist, also die alles machen kann. Und wir sind einfach der Überzeugung, du hast so ein tolles Gesicht. Dass beim nächsten Fotoshooting das richtig zur Geltung kommen kannst. Das ist wirklich deine allerletzte Chance. Du musst dich wirklich zusammenreißen. Dankeschön. Bitteschön. Ich werde es Ihnen so beweisen nächste Woche. Ich werde mein Bestes geben. Ich werde Ihnen alles von mir zeigen. Warum bist du nicht hier? Sanela, Österreich ist gegen dich. Aber wir glauben, dass etwas ganz Spezielles in dir steckt. Und aus dem Grund glauben wir auch, dass du in einer Runde weiter sollst. Gratulation, du bist eine Runde weiter. Sanela bekommt noch eine Chance. Sie kann ihren Flirt mit Konkurrent Damir in der nächsten Woche fortsetzen. Ja, ich bin einmal erleichtert, dass ich weitergekommen bin. Und im Endeffekt habe ich ja eine positive Meinung gekriegt von der Jury. Aber halt das Foto war ein bisschen
Scheiße, es kann Österreich gar nicht gefallen, weil wenn es mir in erster Linie nicht gefällt, warum soll es den Österreichern gefallen, oder? Aber sonst im Großen und Ganzen habe ich eigentlich eine gute Bewertung bekommen. Stella, Silvia, ihr beide habt etwas ganz Schlechtes eigentlich für ein Model gemeinsam, und zwar seid ihr wahnsinnig unsicher. Und wir fragen uns, ob ihr euch beide vielleicht ein bisschen zu jung seid für Austria's Next Topmodel und vielleicht noch ein bisschen Zeit braucht, euch zu entwickeln und euch zu finden und zu wissen, wer will ich sein, wo passe ich überhaupt hin. Aber wir glauben dann doch, dass eine von euch ein bisschen besser war und ein bisschen mehr als einen Edge gehabt hat als die andere. Stella. Wir haben richtig lange überlegt und es war wahnsinnig schwierig und auch eine sehr, sehr knappe Entscheidung, muss ich dazu sagen. Aber wir glauben halt einfach, dass du, Stella, noch ein bisschen Zeit brauchst. Und aus dem Grund tut es uns wahnsinnig leid, dass wir dich heute nicht weiterlassen können und dass wir heute leider kein Foto für dich haben. Silvia, du hast immer noch die Chance, Austria's Next Topmodel zu werden. Ja, ich bin nur traurig, dass die Stella weg ist, weil ich sie sehr mag. Schade. Ja, sie ist so lieb, sie ist so ein liebes Mädchen. Mädels. Ich glaube, alle Mädels. Mädels, wir haben ein Mädel. Kommt schon. Wir sind immer zu acht, wir kämpfen uns schon ab. Trotzdem gewinnen wir. Klar bin ich traurig, ein bisschen. Ich werde eigentlich alle ziemlich vermissen. Ja, war schon cool. Die paar Tage. Nächste Woche. Die Emotionen kochen hoch. Beim Umstyling liegen die Nerven blank. Ich will keine kurzen Haare. Nein, ich will nicht. Wirklich. Ein Wechselbad der Gefühle. Pack die Badehose an. Beim Shooting auf Zypern geht der Kampf der Geschlechter in die nächste Runde. Jeder versucht, die Jury mit seinen ganz persönlichen Reizen zu überzeugen. Ist was Gutes dabei? Viele, viele gute. Außerdem, der Konkurrenzdruck steigt. Jetzt werden die Ellenbogen ausgefahren. Man sieht schon, dass jeder andere Arbeitshaltung hat. Also als Model musst du eigentlich dein ganzes Leben lang eine Disziplin haben. Lästereien und böses Blut, daran haben einige ganz schön zu knabbern. Super gut.